So Leute, es ist vollbracht. Der neue EMS-Champion heißt Alternate. Innerhalb der letzten Wochen konnten wir dreimal gegen MTW gewinnen. Ich denke mal, es ist kein Zufall. Und vor Wochen hätte noch keiner einen Cent auf uns gewettet. Doch wir blieben cool und haben an uns gearbeitet und das war der verdiente Lohn gestern. Jetzt mal zum Spiel erstmal. Die erste Map, das 2. Auf das 2 haben wir uns sehr gute Chancen ausgerechnet gegen MTW. Konnten auch im Winner-Bracket-Finale schon gegen sie dort gewinnen. Haben auch sehr gut angefangen, zwei First Picks in der Pistol-Round. Verloren die Runde jedoch unglücklich. Passiert so oft zurzeit bei uns, dass wir Überzahlsituationen nicht beherrschen. Aber 9 CT-Runden sollten jedoch genügend sein, um auf dieser T-Map praktisch den Sack zuzumachen. Wir konnten jedoch kein Mittel finden gegen MTW. Sie haben geschickt umgestellt. Baseport war bei denen jetzt viel sicherer. Wir haben kaum Lücken gefunden. Jedoch wussten wir, im Endeffekt wussten wir, was wir falsch gemacht haben. Deswegen spekulierten wir bei der zweiten Map-Wahl schon auf das 2. MTW hat uns leicht gemacht, haben wieder das 2 genommen. Als CT waren wir ähnlich wie auf der ersten Runde. Ähnlich stabil oder instabil, wie man es nennen kann. 7 Runden sollten jedoch trotzdem genügen. Auf der T-Seite haben wir etwas dazugelernt, hat man gesehen. Wir haben jetzt mehr auf den A-Spot angegriffen, mehr über kurz gegangen, haben die Schwäche von MTW eigentlich sehr gut erkannt, haben sehr viele Runden geholt, auch durch gezielte First Frags und ich denke, dieses Spiel ging verdient auch an uns. Dank der deutlichen T-Seite, da habe ich auch mal mit meinem TFT was getroffen. Ja, jetzt zu den nächsten Wochen. Wir werden nach diesen zwei tollen Erfolgen im Eurocup und EMS werden wir uns nicht ausruhen, werden weiter an uns arbeiten mit diesem neuen Liner. Wir haben viele Fehler gemacht, jedoch wissen wir, dass unsere Stärken da sind und wir weiter an unseren Schwächen arbeiten müssen. Wir werden jetzt ein Bootcamp machen, werden uns mehr auf die EPS konzentrieren, mehr sozusagen auf die vermeintlich leichteren Gegner, die uns auf dem ersten Spieltag schon ein Bein stellen konnten, wo man gesehen hat, das war nicht Team Alternate, das war ein Team, was überrannt wurde und scheinbar sich nicht gut vorbereitet hat oder sich nicht konzentriert hat. Wir werden vielleicht noch eine LAN besuchen, aber das steht alles noch in den Sternen, wir werden sehen. Erstmal steht EPS an erster Stelle und wir hoffen, dass ihr uns weiterhin die Daumen drückt. Wir sehen, dass der Support da ist, dass die Leute das Team auch jetzt akzeptieren. Und auch die Kritik der letzten Wochen nach dem Wechsel nicht mehr da ist. Und wir hoffen, dass ihr uns weiter die Daumen drückt. Dankeschön.